Hi, ich bin's Alex, willkommen bei Spielama und wir schauen uns heute Cascadia. Erschienen im Kosmos Verlag auf Deutsch, auf Englisch bei AEG ursprünglich erschienen. Cascadia im Herzen der Natur ist ein Familienspiel für 1 bis 4 Spieler. Es hat einen Solo-Modus, den werde ich hier aber nicht großartig besprechen. Und ja, wir haben ein Legespiel. Wir legen Plättchen mit Landschaften, versuchen darauf Tiere zu platzieren, um dann Siegpunktbedingungen der Tiere zu erfüllen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist ein Startplättchen, das bekommt jeder und so einen Zapfen. Mit dem Zapfen kann man die Nehmregel der Plättchen aushebeln. Und hier haben wir zum Beispiel eine Konfiguration an Siegpunkten liegen, an Bedingungen für Siegpunkte. Das sind immer die Tiere Bär, Fuchs, Bussard, Hirsch und Lachs, wobei es auch eine Anfänger- und fortgeschrittenen Variante gibt, die einfach die Punkte ganz anders zählt, um überhaupt erstmal in das Spiel reinzukommen. Das ist aber meiner Meinung nach nur mit Kindern nötig, denn als Erwachsener hat man da überhaupt kein Problem. Ja, wir sehen hier, wie gesagt, die unterschiedlichen Tiere. Die finden wir dann auch hier auf diesen Chips und die finden wir hier auf den Landschaftsplättchen wieder. Das heißt, ein Hirsch kann nur auf ein Landschaftsplättchen, wo auch ein Hirsch drauf ist, zum Beispiel hier. Platziere ich hier einen Hirsch drauf, bekomme ich dann auch so einen Zapfen. Und wenn ich mir hier aus der Mitte eins nehme, muss ich immer die Kombination aus beidem nehmen, außer ich gebe einen Zapfen aus. Dann darf ich beliebig nehmen, zum Beispiel so rum, was jetzt in dem Fall keinen Sinn machen würde, aber so dürfte ich zum Beispiel nehmen. Ja, da sind wir nacheinander dran, nehmen, füllen auf, so lange bis das Spiel vorbei ist. Die Spielzeit ist begrenzt durch die Anzahl der Plättchen ist begrenzt durch die Anzahl der Spieler. Und wie gesagt, von diesen Punktekarten hier gibt es eine enorme Varianz. So gibt es von jeder Tierart 4 unterschiedliche Karten, die dann auch 4 unterschiedliche Punktemechanismen mitbringen, so dass es, was das angeht, es definitiv nicht langweilig wird. Cascadia hat einen sehr, sehr leichten Einstieg, denn das Grundregelgerüst bzw. das Gesamtregelgerüst ist sehr einfach, die Anleitung ist aber auch gut geschrieben. Es gibt die Erklär-App von Kosmos und zusätzlich haben wir tatsächlich hier noch Herausforderungsszenarien, die kann man entweder solo spielen, um da noch mehr Abwechslung reinzubringen. Ja. Also da ist schon ganz schön was drin in diesem kleinen Spiel und wir sehen natürlich auch, es hat wunderschönes Material. Das ist einfach, das kann man nicht anders sagen. Ja, die Illustrationen der Tiere sind wundervoll, die Plättchen sind toll, die bedruckten Chips sind sowieso super. Die ziehe ich hier aus dem Beutel, das ist absolut spitze. Bezüglich der Spielerzahlen haben wir hier ein typisches Spiel, wo es keinen großen Unterschied macht, ob ich es zu zweit, zu dritt oder zu viert spiele, es dauert nur länger. Das heißt, für mich ist die optimale Spielerzahl bei Cascadia tatsächlich zu zweit. Das liegt einfach daran, dass wir außer das Wegnehmen keinerlei Interaktion haben. Und es ist nahezu egal. Ja, es macht einen größeren Zufall, wenn mehr Leute vor mir dran sind, die mir was wegnehmen können. Aber für meinen Zug macht es keinen großen Unterschied, ob mir jetzt eine Sache weggenommen wird und es ist die, die ich wollte, oder eine andere, ja, oder mehrere davon. Deswegen ist es ein ziemliches Multiplayer-Solitärspiel und an der Stelle, sage ich ganz deutlich, würde ich zum Beispiel ein Spiel wie Carcassonne definitiv bevorzugen. Doch trotzdem hat Cascadia einfach seine Kniffe. Und die Kniffe kommen einfach durch diese ganzen unterschiedlichen Arten, Punkte zu machen, die zu entdecken und eben damit zu spielen. Nehmen wir mal als Beispiel der Bussard. Der Bussard möchte alleine sein, der möchte also keine andere Tierart, keine anderen Bussarde angrenzend haben, nicht keine andere Tierart, das muss man aufpassen, keine anderen Bussarde. Der möchte also sein Jagdrevier haben. Nehme ich also zum Beispiel dieses Plättchen, muss ich das anlegen. Das darf ich, wie ich will. Es muss mindestens eine Kante übereinstimmen. Ich versuche aber nicht nur die Tiere unterzubringen, ich versuche auch möglichst große Gebiete gleicher Geländeart zu bauen. Also hier zum Beispiel Wald, könnte ich das so machen und könnte den Bussard auch hier gleich platzieren. Und dann weiß ich, dann kann ich den nächsten hier platzieren. Die kommen sich mit ihrem Jagdgebiet nicht in die Quere, was das angeht. Ja? Dann wird aufgefüllt und dann ist der nächste Spieler dran. So einfach ist das. Wenn wir jetzt hier den Fall haben, dass dreimal das gleiche Tier da liegt, oder dann darf ich die alle weglegen, drei neue ziehen. Wenn viermal das gleiche Tier da liegt, muss ich sogar alle wegnehmen und neu ziehen, ja? Damit da Varianz drin ist. Das ist eine wichtige Regel. Ja, und damit haben wir viele Punkte, beziehungsweise das Regelgerüst von Cascadia eigentlich auch schon erklärt. Ja, mehr ist es nicht. Am Ende gibt es Punkte für die Tierarten und für die Gebiete, wobei der Spieler mit dem größten Gebiet eines jeden Typs nochmal Bonuspunkte bekommt. Die Zapfen sind auch nochmal ein Punkt am Ende wert und der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl hat gewonnen. Ein
wirklich positiver Aspekt bei Cascadia ist, dass es tatsächlich über die gesamte Spielzeit hinweg trägt. Also es ist kein Spiel, wo ich dann irgendwann anfange, mich zu langweilen, sondern es ist quasi dann vorbei, wenn dieser Moment einsetzen würde. Das ist ein großer Pluspunkt. Allerdings ist es auch ein Spiel, das eine sehr gleichmäßige Spannungskurve hat. Das heißt, ich habe hier nicht wirklich Höhepunkte, wo ich mitfieber, ich habe nicht wirklich Tiefpunkte. Klar, man fiebert innerhalb eines Zuges durchaus mal, kriege ich das, was ich haben will jetzt, oder kriege ich das weggenommen. Aber das sind für mich keine spielerischen Höhepunkte, wo ich wirklich gucke, geht meine Strategie jetzt auf oder so. Das liegt natürlich daran, dass es kein wirklich strategisches Spiel ist, sondern mehr in die taktische Ebene geht. Dadurch, dass ich ja nie weiß, was kommt denn an Auslage wieder bei mir an und ich da keine Handkarten oder sonstiges habe, um damit vorplanen zu können. Das muss man wissen. Das ist aber auch etwas, was an der Stelle ein Familienspiel mit auszeichnet. Ja, weswegen ich Cascadia durchaus mir sicher bin, dass das auf der Liste beim Spiel des Jahres landet. Ob auf Empfehlungs- oder Nominierungsliste, keine Ahnung, da ist die Jury ja immer für Überraschungen gut. Aber ich rechne schon ziemlich stark damit, ehrlich gesagt. Ja, und damit habe ich von meiner Seite aus eigentlich auch schon alles zu Cascadia gesagt. Ich fasse nochmal zusammen und ja, ich nehme meine Notizen mit hin. Wir haben also ein sehr einfaches Regelwerk und dadurch einen sehr leichten Einstieg, finde ich gut. Wir haben eine tolle Gesamtoptik mit tollem Material, also besonders die bedruckten Chips, wobei es da natürlich schöner wäre, wenn die doppelseitig bedruckt wären. Aber das ist wahrscheinlich ungleich teurer. Das Spiel trägt sich über die gesamte Spielzeit, hat aber eben einen sehr gleichbleibenden Spielfluss, Spielverlauf, das ist keine wirklichen Höhepunkte, Tiefpunkte. Es funktioniert mit jeder Spielerzahl und ich habe jetzt auch schon oft genug gelesen, dass es solo funktioniert, aber es gewinnt mit mehr als zwei Spielern meiner Meinung nach nichts dazu an der Stelle. Ja, und für mich drängt sich natürlich an der Stelle der Vergleich mit dem Genre Primus Carcassonne auf und Carcassonne macht es für mich nochmal besser, dass da mehr Tiefe drinne steckt und natürlich die Konkurrenz auf dem Plan um die Burgen, um die Wiesen, da steckt mehr Interaktion drin, als es in Cascadia tut. Cascadia ist dafür ein Spiel, das aufgrund der Optik, aufgrund dessen, dass das neu ist, aufgrund des Materials, bringt man damit eigentlich jeden an den Tisch. Und das ist natürlich auch eine positive Eigenschaft, die man für sich selbst bewerten muss. Ja, also alles in allem bin ich mit Cascadia tatsächlich recht zufrieden. Bleibt in der Sammlung, schon alleine, weil ich es mit der Familie einfach jederzeit spielen kann. Und ich hoffe, dir hat dieser kleine Überblick über Cascadia geholfen. Wenn du genauer wissen willst, wie es gespielt wird, haben meine Kollegen da bestimmt auch Videos zu. Alles klar, ich bin Alex und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut.